Was natürlich keiner geahnt hat, ist, dass ich an dieser Sache so krass wachsen würde, dass aus mir eine richtig selbstbewusste Persönlichkeit hervorkommen wird. Mein Name ist Johanna Stampfer und ich bin ehrenamtliche Stadträtin und zweite stellvertretende Bürgermeisterin von Thalheim im Erzgebirge. Mein größtes Hobby ist mein Schrebergarten. Das Mindset, was man als Gärtner braucht, das hilft einem enorm in der Politik. Dieses Geduld haben, Projekte anfangen und darauf vertrauen, dass das nach Jahren was richtig Gutes wird. Als ich so meine ersten Fußstapfen in die Politik gemacht habe, da war ich noch ganz jung, da war ich 14 Jahre alt. Das war schon sehr beeindruckend, das erste Mal in den Ratssaal zu kommen. Die Stadtratsmitglieder waren sehr offen und wollten von uns natürlich wissen, warum wir jetzt als ganz Junge meinen, an der Stadtpolitik teilzuhaben. Wir befinden uns jetzt hier im Ratssaal unserer Stadt. Hier ist sozusagen meine politische Spielwiese. Bei uns ist es so, dass wir tatsächlich sehr freundschaftlich miteinander umgehen. Also die Diskussionen, die sind gar nicht so sehr auf dieser Parteiebene, sondern wir diskutieren um die Sache. Also es ist so, dass wir gemeinsam Dinge arbeiten. Für mich ist das eine riesengroße Ehre, dass ich in diesem Stadtratsgremium mitentscheiden darf, wie sich die Stadt hier entwickelt. Dass ich mitentscheiden darf, wenn eine Straße gebaut wird, wie breit der Fußweg sein soll oder wenn eine neue Brücke gebaut werden soll, wie bauen wir die? Dass die Brücke jetzt so aussieht, das ist auch ein Teil meines Werkes. Und wenn man da drüber geht und weiß, du hast es mit entschieden, ist das schon ein besonderes Gefühl. Alles, was ich kann und alles, was ich mir über die Jahre erarbeitet habe, will ich so einsetzen, dass sie der Gesellschaft zugutekommt. Und das ist für mich politisches Ehrenamt. Wenn ich hier im Ratssaal stehe, geht es mir genauso, wie wenn ich in der Schule vor meinen Schülern stehe. Ich weiß, das ist mein Platz und hier gehöre ich hin und hier ist der Ort, an dem ich wirken darf.